Muss ich das auch machen? So, jetzt hast du mir meinen Lieblingsteil meines Jobs genommen. Ja. Das mache ich eigentlich normalerweise auf Frauenärsche, aber diesmal auf meine eigene Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Turnschuh TV. Wir sind wieder da, aber wir sind heute nur ich, weil Hikmet heute in Münchenwald, Mensch, der feine Herr, ne? Wird da schön Viktualienmarkt unsicher machen. Wir sind aber trotzdem hier, denn ich habe wieder einen wunderbaren Gast und das ist Sio. Herzlich willkommen, grüß dich. Bist du gut aus Bonn hergekommen? Ja, super. Ich bin ja geflogen, ganz gemütlich. 40 Minuten. Läuft ja bei dir. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich ist jetzt nur mal so ein Ding, was mir gerade einfällt. Eigentlich sind wir gerade am komplett falschen Ort, weil es ist heute Dienstag, es ist ja halb fünf gleich. Genau. Und was passiert um 17 Uhr in der Billy Wilder Allee 42? Boah, das ist mir eine gute Frage, keine Ahnung. Ja, da treffen sich laut Twitter ja Flair und Hardy. Ja, okay. Die wollen sich da ein bisschen unterhalten, die Männer. Dann sollen die das machen. Dann sollen das machen, ey. Ja. Mal sehen. Man kann ja wahrscheinlich in den sozialen Netzwerken nachverfolgen, was da jetzt genau bei rausgekommen ist. Ja. Aber so ein Beef, wie die beiden haben, ist das auch deine Baustelle, dann irgendwie zu sagen, so, ey, komm, dann lass uns jetzt mal Ärmel hochkrempeln? Boah, gute Frage. Ich finde nicht, dass man das unbedingt in der Form öffentlich austragen muss. Ich persönlich würde sowas nicht öffentlich austragen, ich würde sowas privat klären, aber ich weiß es nicht. Ich habe mir darüber auch ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht, weil mich das auch echt die Bohne juckt. Du bist nicht nur Rapper, sondern gleichzeitig auch Student. Du hast gerade vor ein paar Tagen erst... Genau. Und Freier. Also ich, du, egal wie viel frei du hast, ich bin Freier. Du hast letztens erst ein schönes Bild gepostet aus dem Hörsaal mit dem Waffeleisen. Wie sich das für einen guten Studenten gehört, natürlich vorbereitet. Ja, genau. Tipptopp. Was hältst du vom Studentenleben? Ist es genau dein Ding so? Okay, ich bin... Oder ich finde, das ist geil eigentlich, weil man sich ja so völlig die Zeiten selbst einteilen kann, wann man da hingeht und wann nicht. Und das ist halt auch der Grund, warum ich nie erscheine. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, also es ist gut, aber ich habe auch jetzt irgendwie nicht so viel Bezug zu Uni. Ich bin auch kurz vorm Ende, keine Ahnung. Ich war bei einer Uni und so, ich habe da mein Ding gemacht, aber ich war jetzt nicht so auf Studentenpartys und so, dies, das und dann, hey, ich muss mich jetzt extra Ärmel anziehen, damit ich aussehe wie die anderen und so, weißt du? Loch hier am Knie, an der Hose und sowas, nee, so war ich nicht. Die Socken von gestern und so. Aber da kam ja schon irgendwie noch so ein netter Seitenhieb gegen die Studenten. Ab und zu habe ich mal weil viele Studenten trinken ja Kaffee und ich mag ja nicht Kaffeetrinker, weil die riechen ja immer extrem nach After aus dem Mund. Und das bringt mich immer aus der Konzentration, wenn ich manchmal Studenten neben mir sitzen hab. Ja, absolut, klar. Und die riechen dann völlig wie gerade aus der Toilette gekommen. So. Und ja, das ist halt das Einzige, was ich so sagen kann. Und die trinken halt viel Kaffee und deshalb riecht es halt auch dementsprechend oft nach Hundekacke. Studierst du, um jetzt auch für, also das ist ja gerade BWL, um noch besser zu als Labelchef zu arbeiten, um noch mehr zu wissen, wie das Business funktioniert? Ne, ich studiere eigentlich nur aus dem Grund, weil ich den prozentualen Anteil meines Geschlechtsverkehrs erhöhen möchte und damit imponiere ich die Frauen, indem ich sage, pass mal auf, ich studiere BWL und ich spiele Saxophon. Hast du Interesse an mir? Die meisten sagen ja. Und dann kommt es auch meist zu Fellatio. Vor anderthalb Jahren hast du Backspin gesagt, dass du mit 30 kein Rapper mehr sein willst. Boah, hab ich das gesagt? Ja, kann sein. Krass. Hast du tatsächlich gesagt? Wie sieht's aus mit dem Plan? Ja, ich glaube, da habe ich meine Meinung ein bisschen geändert, weil die Zeit geht ja auch so schnell vorbei. Und wenn ich mit 30 kein Rapper mehr sein werde, dann wird das, glaube ich, das letzte Album sein, was ich dieses Jahr rausbringen werde. Das kommt dieses Jahr? Ja, dieses Jahr wird das kommen, ja, auf jeden Fall. Gibt's schon irgendwas, was du dazu verraten kannst, was du sagen kannst? Gibt's irgendwie schon keine Ahnung, Features, die man präsentieren kann? Worauf können wir uns freuen? Saxophon-Solo? Saxophon-Solo zum Beispiel. Nee. Also ich würde sagen, es ist nicht fern von dem, was ich sonst mache, aber es ist definitiv eine Weiterentwicklung, aber keine Andersentwicklung. Das ist ganz wichtig, dass man das ganz klar voneinander unterscheidet. Es ist eine Weiterentwicklung, soundtechnisch gesehen, kompositionstechnisch gesehen auch, aber von der Komposition ist es das, was es eigentlich immer ist. Nur die Innovation wird dadurch reingebracht, indem wir nicht immer die typischen Instrumente für die Akkorde benutzen, wie zum Beispiel, wenn man irgendwie disharmonische Akkorde spielt, ist es meist üblich, dass man dann Rhodes dafür benutzt, aber wir haben jetzt nicht unbedingt Rhodes dafür benutzt, sondern völlig, wie sagt man das, völlig andere Instrumente. Also was sind Rhodes? Rhodes ist ein Elektropiano. Ein Elektro, genau. Natürlich, ja. Zum Beispiel, das ist jetzt echt nur ein kleiner Teil, ne? Das ist jetzt nicht die Innovation, die das ganze Album insgesamt ausmacht, das ist wirklich 0,1%. Aber das sind dann halt mehrere Aspekte, die in der Gesamtheit dann schon eine wesentliche Rolle spielen.
Wann kommt das Album dieses Jahr? Weißt du schon? Hast du schon einen Termin? Ja, im Sommer. Einen genauen Termin habe ich nicht, aber das wird auf jeden Fall, ja, es wird ein Sommeralbum werden, ne? Wie immer halt. Also wenn man sich deine Songs anhört, gerade auch bei deinen Videos, ist ja vorne in der Regel einfach nochmal eine Minute oder anderthalb, wo du dich ja fast als Schauspieler und als Comedian oder als sehr unterhaltsamer Mensch präsentierst. Wie ernst nimmst du diese ganze Straßenrap-Geschichte, all dieses ich fick dich, wenn du... Ja, es ist immer diese Frage, ne? Ist das überhaupt das Thema, dieses wie ernst nimmst du es oder wie ernst nimmst du es nicht? Ich denke, das ist völlig fern von dem, was ich eigentlich mache. Das Ding, was ich eigentlich mache, lässt sich ganz einfach erklären, und zwar, ich verstelle mich nicht. Ich bin natürlich, Musik ist immer eine Form von Übertreibung, aber an sich bin ich schon das, was ich, so wie ich mich präsentiere und so wie ich mich auch darstelle. Und ich denke, so habe ich es auch am einfachsten, mir keine Gedanken über so Dinge, über so marketingtechnische Dinge zu machen, wie ja, sollte ich das jetzt ernst nehmen, das eher nicht, hier sollte ich mehr Ironie, hier ein bisschen mehr Humor und so. Ich denke, keine Ahnung. Am Ende ist das so eine Charaktersache. Ich habe mir darüber nicht Gedanken gemacht jetzt. Also wenn du mich jetzt so fragst, ob ich das ernst nehme oder nicht, wahrscheinlich nicht so wie die anderen, aber ich nehme mich selber grundsätzlich auch privat nicht ernst. Deswegen. Aber das ist ja nicht die schlechteste Eigenschaft. Nö, überhaupt nicht. Ich denke sogar, das ist viel besser. Man kommt sehr einfach durchs Leben, habe ich jedenfalls. Man kann viele Dinge tun, die man im Nachhinein nicht mehr bereut. Jetzt trägst du heute natürlich schwarze, klassische Adidas-Sneaker, wie ist es im Hörsaal auch, als Student natürlich. Dann hast du noch ein paar zu Hause, die dann dem Studenten-Image, das du beschreibst, etwas näher kommen, oder wie läufst du an der Uni rum? Nee, ich bin ja eh sowieso eher so der klassische Typ. Ich bin ja, jetzt nicht böse gemeint, so, du bist wahrscheinlich voll der korrekte Typ, aber ich trage nicht Schuhe mit weißer Sohle, ungerne. Ja, was heißt wieso? Es hat gar keinen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich die niemals mein Leben tragen würde, aber im Moment, wenn ich irgendwie in den Laden gehe und ich will mir Schuhe kaufen, es gibt tatsächlich keine Schuhe ohne weiße Sohle. Jeder Schuh hat eine weiße Sohle, also fast jeder, oder irgendwie oder rot, wie zum Beispiel der Kameramann, der auch ein korrekter Typ ist, wahrscheinlich privat, aber kein Aber, dann vergiss das Aber. Ernsthaft, wenn du jetzt in den Laden gehst, wonach suchst du dann deine Schuhe aus? Ich suche Schuhe aus, die, weil ich ja auch jetzt nicht 150 Paar Schuhe da zu Hause rumliegen habe. Ich bin ja keine Frau. Ich suche Schuhe aus, die halt sehr allgemein auf alle Klamotten passen, die ich trage. Ob es Jogginganzüge sind, ob es Jeanshosen sind, Jacken oder keiner was. Also ich versuche schon, mir den Schuh so auszusuchen, dass er allgemein tauglich ist. Okay. Ja, also deshalb auch eher klassisch. Es sind definitiv keine Schuhe, die so auffallen, wo man sagt, hey, wow, deine Schuhe sind ja voll krass oder so. Aber so soll es auch sein. Farblich dann eher in Richtung Schwarz. Schwarz, Braun, Weiß, ganz Weiß, ganz komplett. Mit schwarzer Sohle oder mit weißer Sohle? Nee, mit weißer Sohle, bitte. Dann geht das mit weißer Sohle, natürlich, weißt du? Aber sonst, so halt eher die schlichten Farben. Du hast jetzt gerade kurz vor Weihnachten, kam 24 Stunden von Schwester Eva, du warst Feature drauf. Was für einen Sneaker würdest du denn tragen, wenn es deine letzten 24 Stunden wären? Die ich anhabe, das sind die besten. Die sind zwar jetzt ein bisschen verranzt, ne? Student. Ja, ich bin halt Student, das gehört zu meinem Image, ne? Ein bisschen schmutzig zu sein. Aber auf jeden Fall, die Schuhe, die ich anhabe, ich finde, das sind die besten Schuhe, die ich seit Jahren gesehen habe. Total dezent, total schlicht, Leder, völlig bescheiden, aber auch sexy. Ja. War es schon immer so, dass du auch so dann die schlichteren Schuhe getragen hast, oder war es vor vielleicht 5 bis 10 Jahren so, dass du da tatsächlich auch was Bunteres getragen hast, was Wilderes? Ne, ich war eigentlich immer schon so der blaue Jeans, schwarze Jacke. Das war so war ich schon immer. Maximal rot. Rot ist die Farbe, die dann voll, boah, heute ist was Besonderes, geht was Besonderes ab hier, weißt du? Aber ne, eigentlich die Sonnenbrille auf, ist blendend. Heute ist irgendwann, hast du viel Geld verdient. Ne, aber eigentlich so mehr schwarz halt, ne? Jetzt bin ich gespannt, wenn du sagst, keine weiße Sohle, eher schwarz, braun, grau in diese Richtung, maximal rot. Ne, die Sohle nicht rot. Natürlich die Sohle niemals rot. Ja, okay. Ich bin jetzt gespannt, wie es aussehen würde, wenn wir jetzt ein Schuh designen. Ja, ich habe ja auch voll die wilden Sachen. Also ihr habt ja hier voll die krassen Techniken irgendwie. Ihr könnt da so einfach draufdrucken, was ihr wollt und so. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, zum Beispiel, man könnte eventuell einen Penis auch draufdrucken, aber da gibt es Leute, die dafür sorgen, dass das dann nicht gemacht wird. Das ist krass. Das würde ich zum Beispiel auch gerne machen, aber damit das dann halt auch der Realität entspricht, müsste man den Schuh in Größe 47 produzieren. Und deswegen, allein deshalb entfällt das schon mal. Das ist natürlich schade, auf so einen Schuh hätte man natürlich auch gewartet, aber wenn wir das nicht hinkriegen, kriegen wir vielleicht was anderes hin. Auf jeden Fall. Hast du Bock? Ja, ich habe übertriebenst Bock. Lass loslegen. Komm. So,
So, wir haben uns jetzt für die Foto-App entschieden. Das hat Ecofresh auch gemacht. Ihr wisst ja, Savage hat einen Adidas Superstar Design, genau wie die Base Gang. Die haben auch noch einen Stan Smith gemacht. Eco die Foto-App, CEO jetzt auch die Foto-App. Und wir wollen gucken, dass wir das Logo von Alles oder Nix Records auf genau. den Schuh bringen. Was für eine sensationelle Idee. Fantastisch, oder? Und hey, so ein Zufall. Guck mal, was ich hier hab. Nee, wo hast du das denn besorgt? Ich habe keine Warte, Ahnung. Warte mal, lass mich raten. Aus dem Internet. Dann haben wir jetzt nämlich wieder diese Situation, zwei iPads, um ja. einen Schuh zu designen. Aber so viel Aufwand muss manchmal, ja. damit es gut wird. So, jetzt halte ich das Ding ja. mal hin. Ich habe leider ein bisschen fettige Finger vom Burger essen. Ach, wer hat das nicht? Ja, dann... Warte, und jetzt so. Warte, sag jetzt. Jetzt. So, und jetzt haben wir den... Die Faust muss auf jeden Fall an der Spitze. Wenn man mal jemanden in den Arsch trete, dann kann man sagen, ich hab dich in den Arsch gedonnert. Genau, aber weißt du? Sogar nicht nur mit meinem Fuß, sondern gleichzeitig mit meiner Faust. Mit meiner Faust. Ich habe mich gefistet, kann ja. man sagen, weißt du? Genau. Achso. Und wer kann das schon von sich behaupten, dass er mit einem Arschtritt jemanden gleichzeitig auch... Gleich auch fistet, ne? Was? Sollen wir uns die Vorschau angucken? Ja, sollen wir... Hier, ne, muss man noch genau. mal gucken. Ah, der sieht doch gut aus. Der gefällt mir. Da darf die Sohle auch ausnahmsweise mal weiß sein, weil dieser Kontrast zwischen Schwarz und Weiß ist... Legitim, in meiner, in meiner Welt. Okay, okay. okay? Schwarz-Weiß geht. Schwarz-Weiß geht, alles andere geht nicht. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, hat was Wildes. Wollen wir den so direkt nehmen oder wollen wir nochmal? Ich will den direkt so nehmen, ehrlich gesagt. Ich finde den geil. Was sagst du? Ja, Killer. Gut, dann haben wir den Schuh. Ja, alles klar. Der Schuh wird auch am Soulmart am 18. Januar, wie die ganzen anderen Schuhe, die wir hier designt haben in den letzten Wochen, für einen guten Zweck designt. Natürlich nicht designt, versteigert. Designt ist er ja schon. Und dann sehen wir uns am Sonntag auf dem Soulmart. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, jederzeit wieder. Und dann macht euch noch einen schönen Tag da draußen im Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.